1969 schlüpfte die damals 9-jährige Inga Nilsson zum ersten Mal in die Rolle der Pippi Langstrumpf, die unkonventionelle Heldin mit den roten Zöpfen und Sommersprossen. In dieser Rolle wurde Inga Nilsson weltweit bekannt. Am 4. Mai 2019 feierte sie nun ihren 60. Geburtstag. An die Erfolge aus Kindertagen konnte Inga Nilsson nicht anknüpfen. Zwar entschied sie sich für eine Karriere als Schauspielerin, allerdings tat sie sich schwer, neue Rollen zu finden. Zwischenzeitlich musste sie sich sogar als Sekretärin in einer Arztpraxis über Wasser halten. Anstellung fand sie am Theater und in verschiedenen Film- und Fernsehserien. 2009 nahm sie sogar an der schwedischen Variante von Ich bin ein Star, holt mich hier raus teil, wo sie den 4. Platz erreichte. Heute kann man Inga in der Fernsehserie Der Kommissar und das Meer sehen. Dort spielt sie die Rechtsmedizinerin Eva Svensson.